Hallo liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei mit einer neuen Podcast-Folge Nummer 18. Wieder da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Falls ihr nicht wieder da seid, sondern zum ersten Mal, erst recht herzlich willkommen. Dies ist ein Podcast über Wolle, über Wollverarbeitung, übers Spinnen und auch ein bisschen über Stricken und hin und wieder auch übers Weben. Wobei es heute auch ein wenig um Rohwolle und das Waschen von Rohwolle geht. Das ist so ein bisschen mein Thema heute. Segmentmäßig, also in Bezug auf die Abschnitte, habe ich ein paar Änderungen vorgenommen. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich so Neues in der Handspinnerei habe. Dann kommt ein quasi neues Segment, also das ist auch ein neues Segment, über Rohwolle bzw. Wollaufbereitung. Dann geht es um meine Spinnprojekte, da habe ich einiges zu zeigen. Und zum Schluss um meine Strickprojekte. Webprojekte habe ich im Moment nicht wirklich zu zeigen. Es gibt also viel, was ich mit euch besprechen und euch nahelegen möchte. Legen wir los! Bevor wir tatsächlich mit den Segmenten anfangen, die ich gerade genannt habe, gibt es wie immer eine kleine Verlosung. Wobei ich noch nicht weiß, wer gewonnen hat. Aber ich möchte euch zumindest zeigen, was es zu gewinnen gibt. Denn in meiner Ravi-Gruppe gibt es fortlaufend die Aktion Das große Spinnen. Und da geht es darum, sich Großprojekten zu stellen, was auch immer man als Großprojekte empfindet, die zumindest zu 50% aus handgesponnenem Garn sind. Und man kann als Projektfortschritte auch seine, ne, seine Spinnprojekte zeigen, eventuell eben Strickprojekte, was man daraus macht. Und jeden Monat wird ein Preis ausgelost unter allen Fortschritten und fertigen Projekten. Und ich bin leider vor dem Dreh des Podcasts noch nicht dazu gekommen, aus dem letzten Monat einen Gewinner oder eine Gewinnerin auszuwählen. Aber ich weiß schon, was es zu gewinnen gibt und das möchte ich euch zumindest zeigen und werde dann den Gewinner oder die Gewinnerin morgen, also heute ist der 28. November, morgen beziehungsweise, wenn ich den Podcast veröffentliche, dann auch in der Gruppe bekannt geben. Zu gewinnen gibt es dieses wunderschöne Bett. Im Moment zickt meine Kamera immer mal so ein bisschen, was das Scharfstellen angeht, aber sie hat es tatsächlich geschafft. Ich glaube, ich brauche ein neues Objektiv. Dieses wunderschöne Bett ist von Regenbogenwolle. Und besteht aus Merino, Baby, Alpaka, Bambus und Maulbeerseide. Ganz was Edles, 100 Gramm, handkadiert, in wunderschönen, interessanten Farben vor allem. Das hier an der Seite, was so gräulich aussieht, ist eher so ein bisschen, also für mich sieht es jetzt im Bildschirm gräulich aus, ist eher so ein bisschen Fliederfarben und dann eben diese ja, sehr warmen Rottöne, die Seide dazwischen. Gespendet wurde das Ganze von Claudia, aka, also known as, Claude86 auf Ravelry, die auch Mitglied in der Shanti Manu Handspinnerei-Gruppe ist. Und zum Basteln oder wer Bock auf Art Yarns hat, gibt es dazu noch diese kleinen Eicheln, wenn man so will, aus Filz. Und ein paar Glöckchen, passend zur Weihnachtszeit, deswegen verlose ich das auch jetzt. Baumbehang, also für einen Baum oder je nachdem für ins Garn, das kann sich dann die Gewinnerin oder der Gewinner überlegen. Das ist auf jeden Fall der Preis, das kommt alles zusammen wieder in die Tüte und ich bin gespannt, wer das gewinnt. Also drückt euch und den anderen die Daumen. Ich bin immer mal wieder gefragt worden, ob ich nicht auch Sachen zeigen könnte, die ich mir neu kaufe. Jetzt bin ich tatsächlich eigentlich gar nicht so der große
Einkäufer. Aber hin und wieder kaufe ich mir auch mal neue Sachen. Und davon möchte ich euch tatsächlich einfach mal so ein bisschen was zeigen, wenn euch das interessiert. Dann mache ich das natürlich gerne. Und zwar war ich in der letzten Zeit ja tatsächlich jede Menge unterwegs. Deswegen ist auch seit der letzten Podcast-Folge videotechnisch noch nicht so wirklich viel passiert. Es gibt jetzt nicht irgendwie großartig viele neue Videos auf meinem Kanal, weil ich eine Menge Kurse gegeben habe. Ende Oktober und Anfang November oder Mitte November vor allem. Und ich war unter anderem im Münsterland bei einem Rekordversuch im Spinnen. Das hat riesen Spaß gemacht. Vor allem habe ich da aber eben auch Kurse gegeben und es gab einen kleinen Wollmarkt. Bei Katja Bönninghausen von Wolle und Mehr habe ich mir eine total coole Spindel gekauft. Und zwar diese hier. Mal schauen, ich halte die mal so. Und zwar ist das eine Zapfenspindel und wie ihr sehen könnt, sind die Löcher, die aus dem Zapfen entstehen, also es sind so große, große Zapfen, hier mit so einer Art Kunstharz aufgefüllt. Hier nicht, weil ich glaube, ich habe welche davon verloren, beziehungsweise jemand in diesem Haushalt hat welche davon verloren, aber hey, das sei dahingestellt. Das sieht einfach total cool aus und macht die Spindel dann natürlich auch wieder rund laufend und die läuft tatsächlich wie eine Eins. In dem Fall wiegt die Spindel 22 Gramm und der Wirtel ist aus Banksia. Und der Schaft aus Bokote, also auch ganz exklusive, also der Wirtel, die Banksia ist der Name, ne, von diesem Zapfen, das ganz außergewöhnliches Holz. Genau, das wollte ich sagen. Auf jeden Fall eine sehr coole Spindel, die bestimmt noch häufiger verwendet werden wird. Auch wenn ich ja nicht so der Hochwirtel-Spindel Spindeltyp bin, aber ich wollte die trotzdem gerne in meinem Repertoire haben und freue mich da sehr drüber. Auf dem gleichen Markt habe ich mir noch was anderes Tolles gekauft. So viele clevere Ideen. Keine Wolle, nein. Ich konnte gerade noch so widerstehen, ich habe noch so viel. Sondern dieses wunderbare Körbchen aus Zeitungsgarn. Und zwar von der Zeitungsspinnerin. Old News ist ihr Label im Prinzip und sie macht Garn aus Zeitung und häkelt daraus da ganz wunderbare Sachen, wie zum Beispiel eben dieses Körbchen und Handytaschen und Untersetzer und allerlei interessante Ideen, Lampenschirme und so. Das finde ich sehr clever und sehr cool. Und hier drin wohnen jetzt Garnreste, beziehungsweise Garne, die ich aus meinen Kurszeigfäden zusammenzwirne. Die kommen jetzt erstmal hier rein und tatsächlich auch so ein paar Reste wie das zum Beispiel. Da muss ich mal schauen, was ich damit noch mache. Und hier ist noch ein Single-Garn, das eigentlich noch, nee, das ist kein Single-Garn, das ist ein Zwirnball, der eigentlich noch verzwirnt werden will. Das habe ich mir auch gekauft, finde ich total cool. Ich habe auch eine Handytasche von ihr. Ich verlinke euch beide Shops und natürlich auch sowas wie Instagram und so weiter, damit ihr das findet. Die Zeitungsspinnerin macht echt ganz, ganz, ganz coole Sachen. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Sehr inspirativ. Wie ich gerade eben schon mal kurz erwähnt hatte, füge ich ein komplett neues Segment ein. Und zwar Wollaufbereitung. weil bisher habe ich in meinem Podcast eigentlich immer nur über Spinnen und Stricken gesprochen. Dabei finde ich den Schritt davor, nämlich entweder Rohwolle verarbeiten und Wolle kadieren, Fasern mischen und so, eigentlich auch total spannend. Und dachte, ich mache da ein eigenes Segment draus. Letzte Woche hatte ich tatsächlich auf Instagram und auf Facebook auch mal mein Kadiergerät gezeigt, beziehungsweise eins meiner zwei Kadiergeräte. Ich habe einen Rudi von Tom Walter und ich habe einen Hero von Woolmakers. Beide Kadiergeräte liebe ich und möchte sie nicht missen. Wobei ich meinen Rudi im Moment misse, weil der bekommt einen neuen Kartenbelag.
Ich habe den, und dafür habe ich ihn tatsächlich zu Tom Walter geschickt und bekomme dann demnächst ein frisches Kadiergerät mit hoffentlich geraden Nadeln, weil mein Kadiergerät schon, ich glaube, 6, 7 Jahre alt ist. Und wenn nicht sogar ein bisschen älter, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und die Nadeln schon schwer mitgenommen sind. Und nachdem ich schon immer mal versucht habe, die so ein bisschen gerade zu biegen und hier und da mal so ein bisschen zu gucken und mir dann mitunter auch Nadeln entgegengekommen sind, habe ich gedacht, ja, komm, jetzt ist es mal Zeit, weil dieses Kadiergerät hat schon eine Menge Wolle kadiert und ich habe es auch hin und wieder verliehen und nicht jeder, also hat ja so unbedingt viel Erfahrung mit einem Kadiergerät, dann packt man schon mal ein bisschen zu viel Wolle drauf und das strapaziert natürlich die Nadeln. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war aber nicht, dass ich, also im Moment habe ich ihn leider nicht, deswegen kann ich es euch nicht nochmal zeigen. Ich habe aber auch ein Foto davon gezeigt, wie mein Motor für den Rudi aussieht. Und bin da ganz oft nachgefragt worden, wie ich denn zu diesem Motor gekommen bin. Und deswegen dachte ich, ich sage da kurz noch mal ein paar Worte zu, weil das ja vielleicht auch für manche ganz interessant ist. Das ist tatsächlich, und ich blende euch das Bild nochmal, ein Einmarke-Eigenbau-Motor. Das heißt, ich habe das nicht gebaut, sondern das wurde für mich gebaut. Ich habe einen Hobbybastler quasi damit beauftragt, beziehungsweise der hat das auch für seine Frau und ein paar andere aus der Spinnengruppe gemacht. Und ich habe das dann auch machen lassen, so ziemlich zum Selbstkostenpreis. Und also ich kann euch da jetzt nicht irgendwie was weitergeben, jemanden, der das macht. Aber vielleicht ist das ja für euch an sich von der Idee her auch interessant. Das ist im Prinzip ein Getriebemotor, den man auch kaufen kann. Die sind auch gar nicht so teuer. Plus natürlich einem Netzteil und einem Zwischenschalter, an dem dann ein Fußpedal angebracht ist, was ich super praktisch finde, weil ich das Ganze mit dem Fuß im Prinzip in Betrieb setzen kann und auch anhalten kann. Das finde ich beim Kadieren sehr angenehm. Und dann hat er mir noch dazu diese Holzunterlage und einen kleinen Kastenansatz im Prinzip gebaut, so dass das Kadiergerät da eben fest drin steht und sich nicht irgendwie großartig bewegen kann und man das Ganze gut aneinander setzen kann, weil da auch der Motor fest drin sitzt und so. Finde ich hyper super praktisch. Ich habe ihm, weil er natürlich auch Arbeitszeit drin war, ich glaube etwas über 200 Euro damals dafür bezahlt, aber ich glaube, wenn ihr euch nur das Material kauft und vielleicht auch handwerkliches Geschick habt und das selber macht, gerade jetzt so die Holzplatte und so, kommt ihr wahrscheinlich weitaus günstiger noch raus. Also das nur so als Anhaltspunkt für diejenigen, die das interessiert. Mit dem Motor, den ich jetzt dran habe, und dem Netzteil, läuft das jetzt gar nicht so unheimlich schnell, was ich ganz cool finde, weil es mir nicht alles immer komplett aus der Hand reißt. Also es läuft nicht schneller, als wenn ich tatsächlich kurbeln würde. Aber ich muss halt auch nicht kurbeln und ich habe die Hände frei, um meine Fasern zu sortieren und das spart mir unheimlich viel Zeit. Und natürlich auch Kraft, weil ich mich vor das Gerät setzen und damit dann einfach so frei raus kadieren kann. Das mal so am Rande erwähnt, das habe ich auch in letzter Zeit viel benutzt, weil ich tatsächlich wieder im Wollwaschwahn bin. Das kommt ein bisschen daher, dass ich das diesen Sommer irgendwie total vernachlässigt habe. Oder auch nicht wirklich Zeit dafür hatte und mir jetzt einfach Zeit genommen habe, weil ich einfach noch so viele Fasern fürs Faserlexikon habe. Das ist eine Serie, an der ich eigentlich mal gearbeitet habe, die im Moment so ein bisschen lahm liegt. Und da gerne weiter dran arbeiten möchte. Und dafür habe ich euch auch ein paar Sachen zu zeigen, denn ich habe tatsächlich ein bisschen gewaschen. Zuerst einmal habe ich unter anderem dann auch mit dem Rudi, zuerst hatte ich mit Handkarten angefangen, einen Farbverlauf für mein nächstes größeres Projekt kadiert. Und zwar hatte ich mir Kammzüge gekauft vom Butcher Bay, die in unterschiedlichen Farben gefärbt waren, aus Naturfarben, und das auf einer Multicolor Blueface Lester Basis. Dadurch, dass das ohnehin so eine Multicolor Grundlage war, also es war nicht nur weißes Blueface Lester, sondern auch graues und braunes, war das Ganze eher meliert und ich hatte blau und grau und gelb und wollte daraus einen Farbverlauf machen.
Und das habe ich gemacht, wobei hier jetzt schon zwei Farben fehlen. Und ihr könnt als sehen, ich bin hier jetzt einmal von Gelb zu Grau im Prinzip gegangen und dann gehe ich von Grau zu Blau. Das ist so ein eher etwas türkises Blau. Und dann nochmal hoch von da zu Gelb. Yay! Und ich zeige euch auch nachher im Spinnsegment mal schon mal die Probe, die ich angefangen habe. Meine Idee ist daraus tatsächlich ein Singlegarn zu machen und ein leichtes, schönes Lace-Tuch. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe noch nie was Größeres aus einem Lace-Garn gemacht. Ich habe durchaus mal viel mit Lace-Garn experimentiert und das tue ich auch jetzt gerade im Moment wieder so ein bisschen. Aber ich hätte gerne mal was Größeres, auch um das einfach zeigen zu können in meinen Single-Garn-Kursen. Habe ich gesagt, was Größeres aus einem Lace-Garn zu machen. Vielleicht sollte ich den Tipp aus meiner Spinngruppe annehmen, der an mich herangetragen wurde. Ich sollte mir ein Glas Weißwein hinstellen. Wenn ich drehe, dann würde ich mich vielleicht nicht so oft versprechen. Ich weiß nicht. Vielleicht nächstes Mal. Auf jeden Fall meine ich Single Garn. Ich habe noch nie was Größeres aus Single Garn gemacht. Und das wird auf jeden Fall daraus entstehen. Die Fasern habe ich zum Teil mit dem Rudi kadiert, zum Teil aber auch mit dem Hero, weil, vor allem am Anfang, weil nicht alle Mengen gleich sind. Ich habe das so ein bisschen frei nach Schnauze gemacht und das sind diese eher schmalen Beds vom Hero, wobei ich auch auf dem Rudi, der Hero, muss man dazu sagen, ist ja ein schmaleres Kadiergerät, da gehen etwa 25 Gramm drauf und der Rudi ist ein normal breites Kadiergerät, da gehen etwa 50 Gramm drauf, weil aber keiner dieser Abschnitte tatsächlich aus 50 Gramm Fasern bestand, sind auch die ich mit dem Rudi gemacht habe, so ein bisschen schmaler, wenn auch trotzdem irgendwie so ein bisschen breiter als die vom Hero wären, weil ich das dann eben versucht habe, nur auf die Mitte des Kadiergeräts zu verteilen, die Fasern. Und da habe ich mir jetzt erstmal so kleine Knäule draus gemacht und versuche, on track zu bleiben, dann in meinem Farbverlauf. Deswegen habe ich die in dieser Kiste so einsortiert, damit ich da nicht den Überblick verliere und weiß, wann, wie welche Farbe dran ist. Das ist der Plan. Dann habe ich noch nicht kadiert, aber gewaschen. Zwei tolle Rassen, und zwar zum einen Cormo, das ist eine amerikanische Rasse, allerdings Lammwolle. Und so sieht die kleine Probe, die ich habe, mehr als das habe ich nicht, erstmal aus. Das sieht um einiges sauberer aus, als es ist. Da ist durchaus noch eine Menge, ja, hier so ne, Grünzeug drin, das könnt ihr natürlich jetzt nicht so gut sehen, das noch raus muss, aber ich zeige euch auch mal ein kleines Löckchen. Ich gucke mal gerade nach einem schönen Löckchen, damit ihr das sehen könnt. Oh ja, das ist länger als der Durchschnitt, also viel länger als der Durchschnitt in diesem kleinen Mini-Vlies, das ich da habe. Aber ich denke, ihr könnt sehen, wie schön gekräuselt das ist. Und was ihr nicht sehen könnt, aber vielleicht kann man es erkennen, es ist sehr fein, es ist sehr, sehr weich, es ist extrem kuschelig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine ganz gute Elastizität hat. Ich habe Cormo so noch nie gesponnen, deswegen weiß ich das nicht. Dong, dong. Da sieht man sehr schön so die Kräuselung. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt drauf. Ich habe das Ganze jetzt schon zweimal gewaschen, weil mir beim ersten Mal nicht genug Fett rausgegangen ist. Weil es ist schon fettig. Also die Wolle war sehr fettig. Und da werde ich jetzt mal schauen, wie ich die weiter verarbeite. Ich könnte sie kämmen, aber ich glaube, ich habe keine Lust darauf. Also eigentlich kadiere ich immer alle Fasern fürs Faserlexikon, weil ich so gerne kadiere und nicht so wirklich gerne kämme. Das liegt wahrscheinlich einfach an meiner Geduld. Ähnliches gilt für das Baumont-Lamm. Baumont, mal gucken, ob ihr das sehen könnt. B-O-W-M-O-N-T. Auch das ist eine Lammwolle und relativ ähnlich
wenn auch nicht ganz so seidig von der Optik her. Und die, das Kormolamm ist ein Ticken weißer. Ja, das sieht man jetzt in der Kamera nicht wirklich, aber es ist ein Ticken weißer. Und hier ist nochmal mehr Grünzeug drin. Das könnt ihr auch nicht sehen. Das wird leider kameramäßig nie übertragen. Auch auf Fotos nicht. Die Wolle sieht immer sauberer aus, als sie tatsächlich ist. Was auch der Grund ist, warum man meint, die eigenen Fließe seien immer dreckiger als von all die von allen anderen Menschen im Internet. Was totaler Quatsch ist. Und hier hole ich jetzt auch mal ein Löckchen raus. Das ist fast noch gekräuselter, wenn auch ein bisschen kürzer. Also jetzt das Pröbchen, was ich hier jetzt gerade rausgeholt habe, ist ein bisschen kürzer. Ja, aber auch hier kann man, denke ich, wenn man genau hinschaut, die Kräuselung ganz schön erkennen. Und das wird auch Spaß machen. Auch das ist sehr weich, sehr, sehr seidig und wird auch schön elastisch sein. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe dann auch noch etwas Border Lester kadiert und zeige euch jetzt ein Foto von den fertigen Fliesen. Die Wolle habe ich gewaschen und kadiert, aber auch schon versponnen und habe natürlich vergessen, irgendwas davon aufzubewahren. Deswegen zeige ich euch ein Foto von der Locke und von den Fliesen. Die Wolle war relativ leicht fettig und trotzdem habe ich auch die zweimal gewaschen, weil ich es beim ersten Mal nicht hingekriegt habe, die so richtig zu entfetten. Ich muss erstmal meinen Waschmojo, glaube ich, so wiederfinden. Der ist irgendwo ein bisschen verschollen. Ihr seht auch gleich, warum. Die Fasern sind eher länger. Das ist im Prinzip, fällt das zu den Long Wools und so ein bisschen härter. Genauere Infos teile ich dann nochmal mit euch, wenn ich das Video über die Faser mache. Aber trotzdem hat das natürlich so ein bisschen was sehr schön Glänzendes und irgendwo was Seidiges durch diesen Glanz und durch die Länge. Und da hatte ich ein bisschen mehr von und das habe ich schon kadiert und gesponnen. Das zeige ich euch dann gleich noch. Und warum ich gerade sagte, mein Waschmojo ist irgendwie so ein bisschen flöten gegangen. Ich habe es tatsächlich geschafft, ein Vlies anzufilzen, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Ewig lange nicht. Und zwar hatte ich mir beim Treffen der Handspinnengilde in Rehe dieses Jahr ein Vlies Flevolander gekauft. Flevolander ist eine holländische Rasse. Und wenn es denn eine Rasse ist, also es ist auf jeden Fall, es sind Schafe aus dieser Gegend. Das ist aber ein so schönes Vlies und es hat so tolle Löckchen mitunter. Könnt ihr hier die Löckchen so ein bisschen sehen? Ich habe das dann doch etwas zu grob behandelt und dadurch ist es mir einfach so ein bisschen, ne, merkt ihr das? So ein bisschen angefilzt. Jetzt muss ich ganz vorsichtig damit umgehen, damit ich mir meine Löckchen und die schöne Wolle nicht kaputt mache. Das heißt, ich werde tatsächlich hergehen und die Locken vor dem Kadieren richtig schön auseinandernehmen und das nicht unbedingt mit dem Picker picken, was ursprünglich meine Idee war. Das kann ich euch auch dann demnächst nochmal vielleicht in einem Video zeigen. Ich habe noch nie ein Video über meinen Wollpicker gemacht. Das mache ich euch dann vielleicht nochmal. Dafür, dass die Fasern so lang sind, haben sie auch eine extrem krasse Kräuselung und sind, ne, dung, sehr, sehr elastisch. Das gefällt mir total gut und sind verhältnismäßig weich. Und ich hatte von dem Vlies, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Karte ist. Und hier seht ihr auch eine Locke vor dem Waschen und eine Locke nach dem Waschen. Und ich hatte von dem Vlies insgesamt 800 Gramm. Ich habe noch nicht gewogen, wie viel ich jetzt nach dem Waschen habe. Die Wolle war nicht krass fettig, aber sie war fettig. Und wie gesagt, ich war, glaube ich, einfach etwas zu grob. Aber hey, das vielleicht habe ich auch das Wasser zu heiß gemacht und habe es nicht so richtig gemerkt. Das nächste Mal bin ich wieder achtsamer. Das Vlies hat tatsächlich leider, mal gucken, ob ihr das erkennen könnt, in der Mitte so ein Gelbstich, was in der Regel auf eine Bakterien
schließen lässt, die sich da eingenistet haben. Mal gucken, ob ihr das hier sehen könnt. Ihr seht so ein bisschen diese gelben Flecken vielleicht. Mal schauen, ob ihr es sehen könnt. Hier ist so eine gelbe Stelle und hier auch. Ich sehe die leider in meinem kleinen Bildschirm hier vorne nicht so. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Aber das macht mir erstmal nichts. Das hat trotzdem eine schöne Farbe und es ist jetzt Gott sei Dank auch nicht so verfilzt, als dass die Locken nicht trotzdem weich und relativ geschmeidig wären und so eine schöne Kräuselung haben. Da könnt ihr sehen. Oh, toll, oder? Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Fasern an der Stelle brüchig sind. Das kann schon mal sein, wenn man das hat. Es hört sich nicht super an, aber es ist okay. Also es macht noch so ein Springgeräusch. Es ist nicht komplett dumpf und von daher passt das. Und ich habe auch schon mehr für Fließe bezahlt. Also in dem Fall habe ich mir das aufgeschrieben, habe ich 17 Euro für das Vlies bezahlt, für ein knappes Kilo. Und es ist ein schönes Vlies, es sind tolle Locken und vor allem ist relativ wenig Grünzeug drin. Also das rechtfertigt das für mich auch. Und es ist eine relativ feine, weiche Wolle, es wird eine elastische Wolle. Und dafür nehme ich das Gelb in Kauf, das ich tatsächlich vorher nicht gesehen habe oder nicht ganz so drauf geachtet habe, weil ich so verliebt war in die Locken. Das kann auch sein. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen gehandelt. Aber so in dem Fall. Ne, das so als Anhaltspunkt für euch. Und das ist ja auch was recht Seltenes. Und ich muss schon sagen, gute Rohwollfliese zu kriegen ist schwierig. Und daraus wird auf jeden Fall ein Pullover. Also das ist ja eine größere Menge. Und selbst wenn ich jetzt davon ausgehen würde, ich hätte 10-15% beim Waschen verloren an Fett, dann macht mir das trotzdem noch nichts aus. Also das wird trotzdem noch reichen für einen Pullover und riecht jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat aber auch vorher ganz gut gerochen, muss ich sagen. Also das hat nicht gestunken oder so. Ach so, wo habe ich das gekauft? Das habe ich bei der Wollplantage gekauft, beziehungsweise De Wollplantage. Sagen die dann auch bei einem G, was vor einem E kommt? Weil normalerweise wird ein G ja eher ge... im Holländischen. Achso, muss man dazu sagen, das ist Holländisch. Ist halt die Frage. So, jetzt habe ich eine ganze Menge über dieses Vlies lamentiert. Ich hoffe, das interessiert euch überhaupt. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein Faible für Rohwolle habe und Rohwolle sehr, sehr gerne mag und da lange drin schwelgen könnte. Und vielleicht machen wir das häufiger zum Thema, weil vielleicht gibt es manche unter euch, die daraus auch etwas lernen können oder vielleicht was mitnehmen können für sich. Es hat ja auch nicht immer jeder die Gelegenheit, so viel mit Rohwolle zu machen. Aber das gesagt, jetzt habe ich so ein bisschen aufgeräumt, gehen wir über zum Spinnsegment. Ich habe eine ganze Menge gesponnen, wobei wenig Großes, aber ein paar Sachen. Und zeig euch das jetzt mal so ein bisschen. Und ich fange erstmal an mit einem absoluten Spin-Fail. Also einem, wie sagt man denn, total schiefgelaufenen Spin-Projekt. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, schon vor einiger Zeit, Bouclé-Garn oder so Kuschelgarn aus Pflanzenfasern zu machen. Aus diesem Kuschelgarn aus Pflanzenfasern sollen Haare für Puppen werden. Und das fand ich total interessant, diese Anfrage, und habe gesagt, so, alles klar, kann ich machen. Oder zumindest kann ich erstmal so ein bisschen rumprobieren. Und das ist bis jetzt erstmal total in die Hose gegangen. Aber sowas von. Aber das gibt's auch mal. Also genauso wie die Rohwolle ein bisschen in die Hose gegangen ist. Nicht ganz so wie die Garne, die ich euch jetzt zeige. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass auch mir Garne in die Hose gehen und dass ich hin und wieder einfach experimentieren und erstmal so einen Weg finden muss. Ich habe schon häufiger Bouclé-Garne gemacht, aber ich habe noch nie Bouclé-Garne aus Pflanzenfasern gemacht. Ich arbeite ja auch relativ selten mit Pflanzenfasern. Und die verhalten sich eben mitunter einfach anders. Und ich habe angefangen, beziehungsweise, na, ich fange erstmal mit dem Schlimmeren an. Machen wir es so. Und zwar habe ich mir dann einmal Leinen genommen. Und ich verlinke euch auch mal ein Bouclé-Video übrigens unten. Und Baumwolle. Und habe versucht, aus Leinen einen Kern fürs Bouclé zu machen. Dann mit Baumwolle eben kleine Schlaufen
Und das Ganze dann nochmal mit einem anderen Leinenfaden in die andere Richtung, um das Ganze zu fixieren. Und das sieht sehr erbärmlich aus. Sehr erbärmlich. Und es fühlt sich auch sehr erbärmlich an. Wahrscheinlich, vielleicht müsste ich nochmal probieren, es zu kochen. Es wird jetzt natürlich wieder nicht scharf, ne? Also ja, es sieht irgendwie sehr trostlos und ich weiß nicht. Also das Leinen will sich halt auch irgendwie gar nicht in diese Form fügen und die Baumwolle ist so ein bisschen Schlaufen, nö. So, also das hat irgendwie so gar nicht gefunzt und fühlt sich auch nicht annähernd, ja, kuschelig oder irgendwas an. Im Gegenteil, vielleicht müsste ich es nochmal kochen, aber auch das Bouclége im Prinzip, also die Schläufchen und so, gefallen mir überhaupt nicht. Da muss ich also nochmal dran. Und die andere Probe, die ich gemacht habe, ist zum Teil aus Rami, also der Kernfaden war aus Rami-Fasern. Dann habe ich auch hier Baumwolle genommen und ich hätte länger warten sollen, weil, naja, zeige ich euch. Und dann Bananenfaser, um das Ganze nochmal in die andere Richtung einzuarbeiten. Und tatsächlich hat das dreimäßig weder in die eine noch in die andere Richtung so richtig funktioniert. Im Gegenteil, das schlauft sich also an ganz vielen Stellen wieder auf. Und es war tatsächlich dann so, dass im Bad die Rami und die Bananenfasern sich wie so ausgedehnt haben und jetzt mitunter eher um die Baumwolle rumliegen, was ja nicht sein sollte. Während die Baumwolle dann natürlich zu viel Platz hatte irgendwie und die Baumwolle sich dann eher an ganz vielen Stellen zu so kleinen Schwänzchen wie hier so eingekringelt hat. Und damit, das sieht sehr chaotisch aus. Weiß ich nicht, ne? Auch hier zum Beispiel ist auch so ein, die bildet dann einfach überall so Schwänzchen und das hat sich irgendwie alles total deformiert. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Und dann hat sogar mitunter an manchen Stellen, hier ist zum Beispiel sogar, das ist jetzt natürlich wieder nicht scharf, der Bananenfaden eingekringelt, was eigentlich nicht sein sollte. Das war ja eigentlich um das andere rumgezwirnt. Also das hat irgendwie, also weiß ich nicht, das ist irgendwie total in die Hose gegangen. Ich habe das erstmal nur in warmes Wasser gelegt. Ich habe gar nichts anderes damit gemacht. Aber es sieht nicht annähernd so aus. Also von Weitem sieht das jetzt ganz witzig aus, irgendwie kruschelig, ne? Aber damit kann man unmöglich irgendwas machen. Und mitunter ist es einfach nur Fadenchaos. Und an anderen Stellen wiederum fällt der Faden halt einfach nur komplett auseinander oder das Garn in seine Einzelteile, wie hier. Nee, das war ein Satz mit X, würde ich sagen. Was lernen wir daraus? Wir probieren weiter. Die Bananenfaser lasse ich auf jeden Fall weg. Also mit Regenerationsfasern in der Form mache ich das nicht nochmal, zumindest nicht pur. Ich würde es nochmal nur mit Rami und Baumwolle probieren und mit drei Verhältnissen experimentieren. Das wäre jetzt noch so mein nächster Versuch. Das Problem fand ich, also ich habe so angesetzt, dass ich den Rami-Faden erstmal gegen den Uhrzeigersinn gedreht habe, aber nur ein bisschen. Und es war nicht so einfach, den nur ein bisschen Punkt zu finden, an dem der Faden hält. Und dann im zweiten Schritt den Baumwollfaden, den ich vorher auch gemacht hatte, schön im langen Auszug, auch den habe ich versucht irgendwie so ein bisschen locker zu spinnen und so, um diesen Rami-Faden, aber auch gegen den Uhrzeigersinn zu spinnen, sodass der Rami-Faden noch ein bisschen mehr Drall bekommt. Jetzt hatte der aber am laufenden Band dann zu viel Drall und ist mir gebrochen. Also hätte ich eigentlich, also ich habe dann versucht, ein bisschen weniger Drall aufzubringen, aber dann wollte die Baumwolle halt nicht so richtig darum. Vielleicht ist Rami auch zu glatt. Beim Leinen hatte ich ein ähnliches Problem. Ja, da muss ich halt nochmal irgendwie gucken. Wie gesagt, das vielleicht nehme ich auch einfach einen feinen Baumwollfaden statt des Rammis und mache das da drum. Und dann habe ich irgendwie so die Sicherheit, dass das funktioniert, wenn ich nur eine Faser verwende und die sich gleich verhält. Da muss ich mal schauen. Aber ihr seht, auch sowas kann sehr interessant sein und ist mal ganz was anderes als das, was ich sonst so mache. Und das fordert einen natürlich auch so ein bisschen heraus. Mein Spinnerherz ist auf jeden Fall sehr herausgefordert.
Genau, ähnlich geht es mir, nein, das stimmt nicht, nicht ähnlich, aber die, eine ähnliche Herausforderung sind jetzt gerade für mich verschiedene Experimente im Hinblick auf Single-Garne. Ich habe zum Beispiel dieses Single-Garn gesponnen aus einem Kammzug, den ich von Fräulein Riechfein habe. Seafield hieß der, das ist aus Merino und Mohair. Und hier habe ich jetzt mal mit der Handspindel ein dünnes Single-Garn gemacht, das ich wieder aufgedreht habe. Also das heißt, ich habe es einmal gesponnen und dann gedämpft. Und wer meinen Instagram-Account und meinen Facebook-Account verfolgt, weiß, dass es von diesem Strang noch einen gab. Das waren zwei verschiedene, also die ich einfach auf unterschiedliche Weisen gesponnen habe oder damit unterschiedlichen Techniken experimentiert habe. Und den anderen habe ich verbrannt. Ja, also richtig verkohlt. Denn, um ihn ein bisschen anzufilzen, weil das so eine feine Faser ist, wollte ich den dämpfen. Das habe ich mit dem hier auch gemacht. Und dämpfen tue ich in der Regel mit einem ganz einfachen Topf. In der Regel meinen Färbetöpfen. Da kommt was Wasser rein, so ein Liter ungefähr. Also es ist ein sehr großer Topf. Dann ist das, bedeckt das den Boden ungefähr so 1-2 cm. Und dann habe ich so einen Einsetzer zum Dämpfen. Und also oder zum Gemüsegaren ist das eigentlich, ne? Den kann man da so reinsetzen, der hat Füße und dann so ausklappen. Und beim ersten Mal habe ich mir auch einen Wecker gestellt, 30 Minuten. Und ich habe, was ich auch gemacht habe dieses Mal, ist ich habe das Garn vorher eingeweicht, damit es schon feucht war. Einfach um mal auszuprobieren, ob das dann einfach besser, noch besser dämpft. Das hat bei dem Garn hier wunderbar funktioniert. Dann habe ich mein anderes Garn reingetan und habe vergessen, einen Wecker zu stellen. Und dann saß ich am Computer, ich war alleine zu Hause in dem Fall, und so nach, ich tippe mal einer Stunde, dachte ich so, oder nein, mein Garn. Und dann bin ich runter und es war richtig schwarz im Topf, weil das Garn auf der einen Seite, auf der es auf diesem Einsatz lag, war alles verkohlt, richtig krass verkohlt, so dass man, wenn man es angefasst hat, fiel das richtig auseinander. Den Topf und den Einsatz habe ich aber noch sauber bekommen. Also es war, ich meine, der Einsatz hatte dann auch wie so ein Fasermuster so eingebrannt. Aber es kann nicht viel zu lange gewesen sein. Die Herdplatte war auch noch okay, es ist auch nichts in Flammen aufgegangen. Allen geht's gut, aber ja, das war nicht so cool. Also einen Wecker stellen oder einen Dampfgarer kaufen. Ich muss mir für sowas halt immer einen Wecker stellen, sonst vergesse ich das. Das ist mit dem anderen Garn passiert. Dieses Garn habe ich noch von meinen Single-Experimenten. Oh Mann, da bemüht man sich so sehr, ne? Zumal ich bei dem anderen Garn was Cooles ausprobiert hatte. Ich habe nämlich einfach immer gesponnen und dann vorm Aufwickeln immer so einen Ticken zurückgedreht. Und dann erst aufgewickelt. Also immer so, dass der Faden nicht runterfiel, dass die Spindel nicht runterfiel und dann aufgewickelt. Ja, das muss ich dann wohl nochmal ausprobieren. Das war halt einfach so eine Technik, mit der ich mal so experimentieren wollte. Ja, sei dahingestellt, das war, also das hier habe ich eben gesponnen, gedämpft, einmal gedämpft, beziehungsweise nein, einmal in Wechselbädern gebadet, zurückgesponnen in die andere Richtung und dann nochmal gedämpft in dem Fall. Und jetzt ist es fertig und da werde ich dann so ein kleines Mini-Tuch draus machen für meine Kurse zum Anschauen. Genauso habe ich ein Single-Garn angefangen aus den Beds, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem Blue-Faced Lester. Und davon habe ich jetzt erstmal nur zwei von den kleinen Beds gesponnen und werde das jetzt erstmal haspeln und dämpfen oder wechselbaden. Dann kann ich es nicht vergessen, um einen Eindruck zu bekommen, ob mir das dann so gefällt und von der Stärke her gefällt, bevor ich den Rest spinne. Ich bin jetzt einfach mal eine brave, bewusste Spinnerin und mache das tatsächlich so. Gerade bei Single-Garn und gerade weil ich auf dem Gebiet in dem größeren Zusammenhang noch nicht ganz so viel Erfahrung habe. Natürlich habe ich Erfahrung mit Fasern und mit Garnen und da kann ich schon eine Menge draus schöpfen und trotzdem möchte ich in dem Fall auf Nummer sicher gehen, einfach weil das so tolle, schöne Fasern sind. Ja, und ich habe jetzt auch relativ dünn gesponnen, drum, whoopala, schmeiße ich die Spulen rum. Nein, und drum
möchte ich da eben sicher gehen, daraus, wie gesagt, dann ein... Ah, nee, habe ich das gesagt? Ich möchte daraus ein großes Lace-Tuch machen. Doch, das habe ich gesagt. Genau. Lace ist im Moment wieder so ein Ding, wobei, nee, das war es in den letzten 2 Wochen. Jetzt ist es kein Ding mehr. Ihr werdet es sehen. Denn ich habe ja auch die Borderlester-Fasern versponnen, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Und die habe ich super dünn gesponnen. Im langen Auszug nach vorne, auf der höchsten Übersetzung, die mein Spinnrad mir gegeben hat, wobei ich das auf dem Bliss gesponnen habe und ich habe es super krass dünn gesponnen. So, dass ich jetzt, nachdem ich es zweifach verzwirnt habe, ein WPI von ungefähr 26 habe. Das ist auch Lace Garn, würde ich sagen. Mal gucken, was ich da für eine Lauflänge rausbekomme. Also das ist jetzt... ganz, ganz fein. Und meine Intention dabei war, das sind halt keine weichen Fasern. Das sind eigentlich relativ grobe Fasern, aber auch sehr lang. Und ich wollte einfach mal ein Beispiel dafür geben, wie man solche langen, eher groben Fasern trotzdem zu einem Lace-Garn verarbeiten kann und wie das dann hinterher aussieht. Auch daraus werde ich ein Lace-Tuch machen und ich freue mich drauf, weil eigentlich stricke ich echt gerne Lace-Tücher und ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht und da freue ich mich drauf, dann demnächst mal wieder so ein paar Tücher zu stricken. Das Garn ist nicht annähernd so weiß, wie es jetzt wirkt. Es hat einen Gelbstich, aber es ist echt schön. Es ist halt so ein bisschen griffiger und hat trotzdem jetzt so einen gewissen Fasenschimmer, dadurch, dass ich es nicht so sehr korrekt im kurzen Auszug gesponnen habe. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das dann verhält. Ich nehme an, dass es dem Tuch eine Menge Falleigenschaft geben wird und damit eine schöne Optik für ein Lace-Tuch. Und dadurch, dass es dann eher locker ist, durch die Lochmuster, vielleicht trotzdem auch tragbar oder mehr eben als so edles Umhängetuch gedacht. Genau, das habe ich gesponnen. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Die Fasern haben sich richtig schön ausziehen lassen. Und das muss ich schon sagen, war gerade zum Lace-Spin auch eine tolle Faser. Also das hat echt Bock gemacht. Dann so, was zeige ich euch denn als nächstes? Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch die Garne hier schon gezeigt habe. Und zwar wieder Butje Bay. Und zwar hatte ich von Butje Bay 2 Kammzüge waren das, glaube ich, Shetland Seide gekauft und gesponnen. Ich glaube, ich hatte euch das auf den Spulen gezeigt. Und mittlerweile habe ich das verzwirnt. Die sind alle zweifach verzwirnt. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Das ist jetzt ein etwas so mittelmäßig von der Stärke her, würde ich sagen. Hat aber eine unheimlich schöne, perlige Optik, finde ich. Ich habe recht locker gesponnen und ich habe mit ein bisschen mehr Drall verzwirnt, dadurch so ein bisschen diese Perloptik. Und zum Beispiel der Strang hier hat 217 Meter auf 64 Gramm. Wow, das ist tatsächlich viel für mich. Meistens, aber gut, weil es zweifach verzwirnt ist. Und sonst verzwirne ich häufig Navajo und dann habe ich ein bisschen weniger Lauflänge. Davon habe ich 2 Stränge und der andere hat ja 336 Meter auf 102 Gramm. Also ähnlich und es hat eine schöne Elastizität. Ne, das ist sehr, da kann ich immer noch so ein bisschen ausdehnen und gefällt mir unheimlich gut. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich damit mache. Ich überlege es mit anderen Garnen zu kombinieren, wobei ich halt jetzt normalerweise nicht so viele zweifach verzwirnte Garne in meinem Stash habe, weil ich das meiste in meiner Wache verzwirne. Deswegen, und weil das ja jetzt nur ne, 160, was habe ich gesagt, ungefähr Gramm sind, müsste ich entweder da noch was dazu spinnen oder eben was Kleineres daraus machen. Das weiß ich noch nicht, aber ich freue mich schon drauf, das sie zu verarbeiten. Vielleicht mache ich ja auch Stulpen daraus, so wie die anderen Shetland-Seide-Stulpen, die ich euch nachher zeige. Shetland-Seide ist eine tolle Kombination. Und ich habe ein Seidengarn gesponnen, wobei ich, das habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt, da bin ich nämlich nicht sicher, deswegen zeige ich es jetzt und dann muss ich mir das eintragen, dass ich euch das gezeigt habe.
ein Seidengarn von Regenbogenwolle. Habe ich die Fasern gehabt und auch das habe ich jetzt zweifach verzwirnt und das habe ich leider noch nicht gemessen. Zeig euch das aber trotzdem auch. Das ist jetzt schon gebadet. Die anderen Garne, die ich euch gerade eben gezeigt habe, sind jetzt auch schon gebadet. Und das hat natürlich auch, klar, das ist einfach pure Seide, ne? Schön in einem kurzen Auszug, dünn ausgesponnen, mit relativ viel Drall. Ich glaube, hier habe ich auch auf meiner höchsten Übersetzung gesponnen. Das ist auf meinem Bliss 1:18,5. Und dann ähnlich kräftig verzwirnt. Ist nicht hundertprozentig scharf, glaube ich, kann das sein. Aber ich finde die Struktur sehr schön. Und das ist ein Garn, was ich auf jeden Fall irgendwo mit einkombinieren werde. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Es ist jetzt auch nicht super dünn. Es ist nicht unbedingt Lace-Garn. Da muss ich mal schauen, wo ich das unterbringe oder ob ich da was Eigenes draus mache. Vielleicht auch ein Schal für eines der Kinder, die ja mitunter auch so ein bisschen empfindlicher sind als ich, was Wolle angeht. Also mal schauen, da bin ich mal gespannt. So sieht der fertige Strang aus und glänzt natürlich so schön, ne? Ja. Tolle Sache das. Ja, so viele Garne fertig. Wahnsinn. Und eben auch einige Garne zu haspeln. Also das hier, ne, das Flevolander hätte ich fast gesagt. Das Borderlester Garn muss ich jetzt auch erstmal haspeln. Das liegt jetzt schon seit ein paar Tagen auf der Spule. Und das gleiche gilt für diese Garne, die ich erstmal noch haspeln muss. Und zwar ist das eine ganz interessante Fasermischung. Ich habe von Wollschaf ein paar Fasern bekommen. Und unter anderem diese Mischung aus Zwartbliss, und das ist das Dunkle in der Mitte, und Alpaka, das ist das Weiße drumrum. Ja, das heißt, es wird hauseigen bei Wollschaf kadiert. Und die haben dann eben diesen Zwartbliss-Kern mit Alpaka umschlossen. Das Zwartbliss ist eine holländische Rasse, die nicht super weich ist, aber auch nicht super grob, also mehr so im Mittelbereich und relativ kurze Fasern hat, während das Alpaka natürlich super fein und weich ist und ein bisschen längere Fasern hat. Jetzt habe ich gedacht, wow, das gerade als Kadenband, also ich habe das so als Kadenband bekommen, lässt sich das natürlich bestimmt super im langen Auszug spinnen. Und ich spinne ja sehr gerne in einem langen Auszug. Also habe ich mich hingesetzt und das im langen Auszug gesponnen, was mir tatsächlich dann schlussendlich gar nicht so gut gefallen hat, habe ich sehr schnell gemerkt, weil ich doch sehr viele Stellen hatte, die nur weiß waren mit Alpaka oder nur so dunkelbraun mit Zwartbliss, weil sich die Fasern so ein bisschen auseinandergezogen haben. Und hin und wieder ist es auch vorgekommen, dass ich dann nur noch Alpaka irgendwie in der Hand hatte oder so, weil mir das so weggerutscht ist. Und das kann natürlich total schön sein, war dann aber nicht das, was ich mir so ein bisschen vorgestellt hatte und was ich haben wollte. Ich habe das jetzt in dem Fall zum Beispiel dann mal, das war etwas dünner gesponnen. Und dann habe ich das Navajo verzwirnt, um das noch so ein bisschen mehr zu melieren, also optisch, und natürlich auch die Fasern noch so ein bisschen mehr zu vermischen. Und das ist ganz schön geworden, das gefällt mir schon ganz gut. Ich mache mal so ein bisschen was ab und wickel mir das um die Hand. Ne? Ich hätte das aber gerne noch ein bisschen mehr gemischt als das hier jetzt. Ja? Also wirklich so von beidem das Beste wirklich zusammen. Und dann habe ich mir nach ein bisschen überlegen gedacht, naja, da das ja den Kern hat, also ich habe vorher auch schon ausprobiert, das zu teilen und so, ne, war aber trotzdem immer ähnlich. So, jetzt hat das diesen Kern und die Alpaka-Wolle drumrum und dann habe ich gedacht, wenn ich das Ganze einfach ein bisschen dicker spinne, so dass das im Prinzip so bleibt wie das hier, nur ne, dann eben verdreht, dann müsste das doch funktionieren. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Ich habe das Ganze dann einfach ein bisschen dicker gesponnen, immer noch in einem langen Auszug. Und dafür habe ich einfach, whoopala, eine etwas niedrige Übersetzung mal bei meinem Spinnrad genommen. Ich gucke mal gerade, was ich genommen habe. 1:6, also wirklich die niedrigste Übersetzung, die das habe ich mit dem Victoria gemacht, hat. Und der Single hatte dann 13 WPI. Wenn ihr überlegt, das hier Garn hier hat 26 WPI und das war fertig. Hier hatte der Single 13 WPI. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein bisschen schärfer. Und dann habe ich das Ganze zweifach verzwirnt
Und ihr könnt ja jetzt schon sehen, ne, dass die Fäden an sich sind viel melierter. Und dann habe ich das Ganze zweifach verzwirnt. Das habe ich bei einer Übersetzung von 1 zu 8,5 gemacht. Und bei allem, vor allem beim Spinnen, habe ich die Bremse so ein bisschen fester angezogen, damit mir das so ein bisschen die Fasern aus der Hand zieht. Und ich finde, das ist auch, das hat sich sehr schön regelmäßig so dick spinnen lassen. Ich habe jetzt noch gar keinen fertigen WPI gemessen, aber die Stärke gefällt mir unheimlich gut. Es ist nicht großartig elastisch, ein bisschen. Es ist weich, aber es ist auch nicht nur Alpaka-weich, ja, weil es wirklich jetzt von beiden Fasern so ein bisschen das Beste hat und das gefällt mir unheimlich gut. Das ist also das fertige Garn, das ich jetzt auch noch haspeln und baden muss. Ich bin gespannt, wie sich das im Bad jetzt noch entwickelt. Das ist bestimmt spannend und vor allem ist es jetzt richtig schön meliert. Es ist grau, braun, weiß, von allem etwas und das gefällt mir richtig, richtig gut. Sieht fast so ein bisschen aus wie, na, ups, jetzt habe ich das weggeschmissen, wie das Zeitungspapier von dem Körbchen, ist aber um einiges weicher. Witzig, finde ich ganz persönlich, dass ich beim letzten Podcast ganz viel darüber gesprochen habe, dass ich im Moment viel mehr mit Handspindeln arbeite, weil das einfach mobiler ist und ich diese Mobilität im Moment brauche und ich seitdem eigentlich so gut wie gar nicht mit der Handspinne gesponnen habe, witzigerweise, sondern fast alles auf dem Spinnrad. Aber das hat sich halt auch so ergeben. Und ich bin ja auch gut vorangekommen damit, muss ich sagen. Und habe einige Erfolge erzielen können. So, ich habe noch was gesponnen. Das war es dann aber auch. Ich habe nämlich von Wollscharf auch etwas Suffolk Wolle bekommen. So ein kleines Bällchen Suffolk-Wolle, ungefähr 100 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. Ich zeige euch auch hier mal, Suffolk ist jetzt nicht so hyperlang, im Gegenteil. Ne? Eine schön gekräuselte Faser, auch eher so ein bisschen was Robustes, also schon was, was ich ganz gerne habe. Und eine Faser, die Wollscharf bei sich im Haus verarbeitet. Und auch hier, weil ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Trip war, habe ich mir gedacht, ich spinne ein bisschen lockerer und ich spinne mal ein bisschen dicker, um ein weihnachtliches Kuschelgarn zu machen. Und ne, wir haben ja Winter. Man darf jetzt Kuschelgarne machen, finde ich. Und das habe ich hier angefangen. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wo mein entsprechendes Kärtchen ist. Das finde ich jetzt gerade nicht. Schade. Da sonst wüsste ich vielleicht, welchen WPI ich hier gesponnen habe. Und, ah doch! Sekunde. Haha, hier habe ich nämlich mein Kärtchen und da habe ich auch so ein paar Proben dran. Das mache ich sehr selten. Das Tackern. Aber normalerweise mache ich da Löcher rein und fädel die Proben dann da durch. Ich hatte gerade keinen Locher zur Hand und ich wollte die da festmachen und ich wollte das jetzt machen, weil ich halt verschiedene Proben erstmal gemacht habe, um zu schauen, was ich für ein Garn haben wollte. Und ich möchte gerne ein elastisches Garn haben. Das hier ist sehr elastisch. Das ist nicht ganz so elastisch wie das. Das sei dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen experimentiert und habe mich für einen Single entschieden, der ungefähr 20 WPI hat, aber auch nicht zu wenig Drall. Ich wollte ihn nicht zu locker und habe dann verschiedene Proben gemacht mit dreifach verzwirnten Garn und zweifach verzwirnten Garn. Die zeige ich euch auch mal gerade aus der Nähe. Die hier fand ich zum Beispiel einfach so ein bisschen zu locker und habe mich für die hier entschieden, bei denen der Single einfach so ein bisschen fester ist. Verzwirnt sind die auf die gleiche Art und Weise, nur die Singles sind ein bisschen fester. Und dieses Navajo-Verzwirnte hier gefällt mir sehr gut und wird tatsächlich eben auch sehr elastisch. Und das ist, glaube ich, das Garn, das ich dann schlussendlich haben möchte, um daraus, weiß ich noch nicht, zu machen. Theoretisch wäre das ein fantastisches Pullovergarn. Ich habe jetzt nicht genug davon für einen Pullover, sondern werde wahrscheinlich eher sowas in Richtung Mütze oder sowas machen. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall was Kleineres, was ich dann aber auch vielleicht auch gut als Muster für Kurse und so weiter nutzen kann. Also eine Mütze oder vielleicht auch so einen kleinen Kaul, wobei ich ja keine Kauls trage. Ich fand das total witzig. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen von der Mona aka Knitting Spaceships auf Instagram einen Beitrag gelesen, in dem sie schrieb, dass sie mit Tüchern
als Charles nicht wirklich was anfangen kann, sondern wenn sie wirklich, obwohl sie mal, also sie hat wohl auch mal ein Tuch entworfen, aber sie sagt, wenn sie wirklich was um den Hals haben will zum Wärmen, trägt sie lieber einen richtigen Schal oder sogar einen Kaul. Und ich witzigerweise habe dann so eine Sekunde drüber nachgedacht und dachte, es ist genau umgekehrt. Manche von meinen eigenen klassischen Schals trage ich gerne, einfach weil ich sie selber gemacht habe, also gerade die gewebten Schals. Sowas auch wie den da. Kauls habe ich schon mal ein paar gemacht, die trage ich überhaupt nicht. Mag ich auch gar nicht. Sondern ich mag am liebsten Dreieckstücher. Also sei es Lace-Tücher oder einfach auch so Tücher. Weil ich die kann ich einmal schön rum. Und was auch toll ist, sind viereckige Tücher, die man einmal einklappt. Und dann rum und dann wieder vorne rum und fertig ist der Lack. Jetzt habe ich natürlich gerade keins da, an dem ich das zeigen könnte. Ne? Das wäre auch zu einfach. Vielleicht mache ich ein Foto oder so. Aber ich trage super gerne Tücher und ich freue mich darauf, in nächster Zeit mal wieder ein paar mehr Tücher zu stricken. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Und da freue ich mich drauf. Vielleicht sollte ich einfach nur noch Tücher stricken. Ich stricke auch, das Ding ist, ich stricke wirklich, das habe ich ja gerade eben schon mal kurz erwähnt, ich stricke eigentlich echt super gerne Lace. Ich mag das, diesen Rhythmus, den man hat, wenn man Lochmuster strickt. Diese wie so eine Notenabfolge, da, ja, wenn man da so durchhüpft, finde ich total cool. Nur habe ich irgendwann damit aufgehört, weil ich dachte ja, wie viele Tücher braucht eine Person? Und habe angefangen, eher praktische Sachen zu stricken. Stulpen und Pullover. Und da bin ich auch sehr froh drum. Zeige ich gleich. Aber jetzt freue ich mich drauf, mal wieder einfach zu stricken, des Strickens willen. Das werde ich in nächster Zeit mal wieder mehr machen. Was mir auch ein bisschen Zeit gibt, weil, und damit sind wir schon voll im Strickthema, was sehr cool ist. Schöne Überleitung, ne? Weil ich im Moment so ein bisschen hake mit meinem Pullover. Also ich habe da hinten diese ganzen blaugrünen Garne in der Mitte. Und da sollte eigentlich ein Pullover draus werden. Die habt ihr auch alle schon mal gesehen. Die habe ich euch alle im Podcast schon mal gezeigt. Ursprünglich wollte ich den weben. Mit weben komme ich im Moment nicht so wirklich voran. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich dann einfach anfange, ihn zu stricken. Aber dann denke ich mir wieder, ich habe die ja eigentlich extra zum Weben gesponnen. Und das wäre ja dann schade, die jetzt einfach zu verstricken. Und um mir da noch so ein bisschen Zeit zu geben, mache ich jetzt erstmal einfach ganz viele andere Sachen. Und das liegt jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann wird sich das schon von alleine ergeben. Irgendwann, hoffe ich. So, aber ich habe gestrickt und ich zeige euch erstmal, was ich fertig gestrickt habe. Unter anderem, tada, meine Stulpen. Die Stulpen, die ich ja zwischendurch schon mal wieder aufgeribbelt habe und die ich jetzt im Vollpatent gestrickt habe und offensichtlich auch schon mal anhatte, weil ne, die sind schon so ein bisschen ausgeleiert. Und ich hatte mir hier so Fersenlöcher reingemacht, also die liegen dann quasi so am Fuß, was ich super praktisch finde. Dafür habe ich wirklich nur einmal die Hälfte der Maschen abgekettet und in der nächsten Runde wieder aufgenommen und dann noch so ein paar Reihen gestrickt. Und die gehen mir bis in die Kniekehlen, wenn ich sie locker trage und ansonsten, wenn ich sie gestreckt trage, Entschuldigung, aber ich mache es immer lieber, dass die so ein bisschen ne, so runter, aber also Beinstulpen, ist klar, ne? Dann, dass sie so ein bisschen gekrischelt sind und ich finde, das hat sich gelohnt, die aufzumachen, denn jetzt gefällt mir das richtig gut und jetzt fällt auch gar nicht mehr auf, dass dieses Garn insgesamt ein bisschen matter war und matschiger als dieses Garn, sondern die wirken einfach ein bisschen harmonischer und witzig und schön und das macht mich sehr glücklich und die sind warm. Das Garn, aus dem ich die gestrickt habe, war auch aus Shetland Seide, das ich vom Mondschaf gekauft habe. Also die Kammzüge habe ich vom Mondschaf gekauft, habe die mitunter im kurzen Auszug, mitunter ein bisschen aus der Falte gesponnen und Navajo verzwirnt. Und das Schöne ist natürlich, dass das Navajo-Verzwirnte das Ganze jetzt auch so ein bisschen, da das Garn so ein bisschen runder ist, kommt auch dieses schöne Patentmuster so ein bisschen raus. Und ne, das Ganze wirkt dadurch auch noch mal so einen ganzen Ticken massiger, als wenn ich jetzt nur ein zweifach verzwirntes Garn gehabt hätte. So habe ich also auch das irgendwo genutzt, weil auch das Garn jetzt nicht irgendwie super
dünn war, sondern mehr auch so in einem Mittelbereich. Aber ich verlinke euch nochmal die Seite, auf der ich die Angaben auch zu dem Garn habe, wenn euch das genauer interessiert. Das ist auf jeden Fall ein schönes, weiches Garn und ich sehe gerade, dass hier eine Masche irgendwie, da, die Masche, die ist mir wohl irgendwann flöten gegangen. Wobei das, glaube ich, nur ein Umschlag ist. Oder die Masche, die in dem Umschlag lag, weil es geht auf jeden Fall weiter. Da muss ich mal schauen. Die muss ich irgendwie festnähen oder so. dumm gelaufen. Aber gut, dass es mir jetzt auffällt. Das ist mal der Vorteil am Podcast reden. Da nimmt man alles nochmal so ein bisschen genauer in die Hand. Das könnte auch fast ein Pullover sein, so von der Größe her, ne? Sieht sehr massig aus, ist aber vor allem echt warm. Und ich habe noch einen kleinen Ticken von dem Garn übrig. Den habe ich jetzt nochmal neu gewickelt. Das sah nicht so ordentlich aus nach dem Stricken. eigentlich, um es abzuwiegen, aber ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber damit bin ich sehr, sehr glücklich. Das andere, was fertig ist, wie ihr sehen könnt, ist mein Pullover. Mein Nicht-Blaufuchs-Pullover. Und nein, das sind keine Dreiviertelärmel, sondern sind nur eingeschlagene Ärmel, weil ich habe doch so gerne lange Ärmel. Und jetzt habe ich lange Ärmel, richtig lange Ärmel. So Ärmel, die ich wirklich so in die Hand nehmen kann. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe gerade Ärmel. Ich habe einfach mal keine Abnahmen gemacht für die Unterarme, sondern habe die wirklich gerade rausgestrickt und habe relativ früh ein Bündchen angesetzt. Das heißt, das Bündchen ist auch wirklich lang. Das Garn habe ich euch schon ganz oft gezeigt. War so ein Mischmaschgarn, unterschiedliche Fasern von verschiedenen Handfärbern zusammen zu Rolex kadiert, so dass ich diese Streifen hatte. Also nicht komplett durchgemischt, sondern immer die Rolex aus zwei Teilen im Prinzip. Das war ein Navajo-verzwirntes Garn. Dadurch, dass sie aus Rolex gemacht waren, ist das Garn natürlich so ein bisschen weicher, so ein bisschen luftiger und texturierter. Dadurch das Navajo verzwirnte, aber auch wieder fest und gibt eigentlich ein ganz schönes Maschenbild, muss ich sagen. Pillt natürlich jetzt so ein bisschen. Ich trage den jetzt schon seit zwei Wochen sehr intensiv. Die Farben, finde ich, machen sich total gut. Hier sind die Streifen jetzt natürlich ein bisschen breiter als hier. Und es ist nicht super weich. Viele könnten es, glaube ich, nicht auf der Haut tragen. Aber ich schon. ich kann das durchaus und bin sehr begeistert. Einfach wirklich Raglan von oben, relativ viele Schultermaschen aufgenommen. Deswegen habe ich hier so ein, oder ja doch, ne? Also die Nähte hier relativ weit vorne und hinten angesetzt, sodass das Ganze eher so ein viereckiger Ausschnitt ist. Einfach ein Raglan gemacht, gerade, komplett gerade runter gestrickt, die Ärmel komplett gerade gestrickt und ich bin begeistert. Ich bin auch von der Länge begeistert, obwohl er mir ein bisschen, also es ist für meine Verhältnisse kurz, aber ich fange gerade an, mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Es geht. Also wenn ich Pullover kaufe, kaufe ich die häufig deswegen eine Nummer größer, weil ich mehr Länge habe, gerne. Und jetzt versuche ich mich gerade an so ein bisschen weniger, wobei das nächste, was ich gerne mal machen würde, nächstes Jahr oder so, ist mehr sowas in eine Tunika-Richtung, dass ich das wirklich so ein bisschen länger habe für Leggings, um darunter direkt Leggings zu tragen. Weil ich ja gerne Leggings trage und mir dafür ja auch neulich erst einen Lane-Splitter gemacht habe, den ich auch ganz gut mal unter diesem Pullover tragen kann, was mich freut, weil bis jetzt hatte ich keinen Pullover, den ich zu meinem Lane-Splitter anziehen kann. Einfach verablich. Mit dem Grund, warum ich einen neuen Lane-Splitter angeschlagen habe. So, gezeigt, was ich fertig habe, zeige ich euch jetzt, was ich neu angefangen habe, weil es kann ja nicht sein, dass ich nichts stricke. Und dann habe ich mich bei einer Einzelstunde, bei einer Online-Einzelstunde mit einem meiner Mitglieder inspirieren lassen, weil sie hatten Lane-Splitter angeschlagen, inspiriert durch meinen Lane-Splitter. Und dann ist mir eingefallen, ich habe noch dieses braune Garn, das ist Wehener Wolle, also aus Wehen in Hessen, im Taunus. Und zwar hatte ich diese Wolle gewaschen und kadiert geschenkt bekommen von Heiko, einem Mitglied meiner Spinnengruppe. Und habe sie gesponnen zu einem Durchschnittsgarn, würde ich sagen. Das ist auch zweifach verzwirnt. Das ist im langen Auszug gesponnen. Die Wolle war ja auch kadiert. Und möchte jetzt natürlich wieder nicht richtig scharf werden. Ne? Ist nicht super dünn, ist auch nicht dick. Auch mehr so ein Durchschnitt.
und aber rau. Das ist eine gröbere Wolle, ne? Das ist was Robustes. Und für mich, ich habe jetzt auch schon eine Menge raue Pullover. Oder ich habe raue Pullover, so wie den hier. Für einen Pullover hätte das jetzt auch nicht gereicht. Ich hatte ungefähr, ich glaube, 300 Gramm davon. So, dass ich mir gedacht habe, ich mache da lieber einen Lane-Splitter draus. Und nur in Braun sieht der, und das ist so ein schönes Braun, und ich finde bei Naturbraun, also die Schafe waren braun, das ist auch immer so ein bisschen lebendiger, als wenn man braun färbt. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir einen Lane-Splitter da draus und der wird bestimmt schön aussehen. Aussehen, ja genau. Und das ist der Anfang. Ich bin noch in dem Dreiecksteil, also den Lane-Splitter strickt man ja so, dass man erstmal so ein Dreieck macht, was größer wird und dabei im Prinzip Grausrippen, ne, strickt. Und dann irgendwann, wenn man die gewünschte Länge im Prinzip erreicht hat, fängt man an, auf der einen Seite ab und auf der anderen Seite zuzunehmen, sodass man, ist das richtig? Ja, sodass man im Prinzip wie so ein Rechteck bekommt. Und das dann zusammennäht. Es gibt auch Anleitungen im Netz dafür, wie man das mit einem provisorischen Anschlag macht und dann quasi so ein Parallelogramm strickt. Also man hat dann eine Linie und strickt auch da dann schräg. Aber dafür muss man natürlich erstmal wissen, wie viele Maschen man überhaupt aufnimmt. Und ich war zu faul, eine Maschenprobe zu machen, um mir das auszurechnen. Nur damit ich später keine Naht habe. Weil wenn ich einen provisorischen Anschlag machen würde, klar, dann könnte ich das später einfach schließen, ne? Wenn ich genug Länge gemacht habe. Aber das, da hatte ich keine Lust zu. Da habe ich eher die Naht im Popo. Das ist mir wurscht, Po. Wo ist Wurscht, Po? Das ist mir wurscht, einfach so. Das ist mir Popo wurscht. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt angefangen und bin auch ganz gut vorangekommen die letzten Tage. Immer mal so zwischendurch. Und ich glaube, der wird sehr schön. Und vor allem wird das dann eben so ein bisschen der Lane-Splitter, den man auch auf etwas farbenfrohere oder musterfrohere andere Kleidungsstücke kombinieren kann. Ich finde, man braucht immer ein paar, also ich für mich persönlich brauche immer ein bisschen was Ruhigeres. So, dass ich, was ich dann mit lebendigen Sachen ich kombinieren kann, weil ich kann nicht mehrere lebendige Sachen kombinieren. Ich habe zum Beispiel diesen Merino-Pullover, blende ich euch nochmal ein. Der ist ja sehr farbenfroh und da kann ich nichts anderes anziehen, was irgendwie farbig ist. Also ich nicht, kann ich nicht, weil das ist mir dann too much. Also von daher, dann habe ich eher irgendwie eine schwarze Leggings und eine Jeans oder irgendwie sowas an. Und dann könnte man zum Beispiel eben auch sowas wie so einen Rock, wobei der farblich jetzt auch nicht unbedingt passen würde, aber je nachdem. Da muss ich dann halt so ein bisschen austesten, wozu der passt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ich, wenn der fertig ist, den dann eher kombinieren kann, auch zu anderen Sachen. Und dann natürlich auch zum Beispiel zu solchen Stulpen. Also das, ne, alleine das ist ja schon so BÄM. Und da kannst du ja dann nicht auch noch so einen Bam-Rock anziehen und dann einen Bam-Pulli. Das ist zu viel Bam und dann laufen alle weg. Und dann guckt mich keiner mehr an. Das muss ja nicht sein. Also lieber so ein paar Sachen, ne, die so wie so Basics sind. Und ich finde, die kann man sich auch stricken. Warum nicht? Ne? Auch wenn das vielleicht erstmal langweilig erscheint. Aber hier, das Stricken macht Spaß. Und ich finde, dadurch, dass man immer mal rechts, mal links strickt und gucken muss, wann die Abnahmen und Zunahmen sind, ist es genug Abwechslung und trotzdem noch Fernsehstrickerei. Vor allem, wenn man es jetzt aus so einem Garn macht. Der ursprüngliche Lane Splitter aus der Nitti, verlinke ich euch natürlich auch nochmal, ist ja aus zwei Garn. Also so, dass man immer Streifen macht. Das habe ich auch bei meinem letzten nicht gemacht. Da hat das Garn selber gestreift. Und in dem Fall streife ich halt gar nicht. Kann ich auch mitleben, ne? So. Menschens, Kinder, ich habe das Gefühl, ich habe ewig gelabert. Mein Kaffee ist auf jeden Fall schon fast kalt. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch wie immer bei meinen Mitgliedern, die meine Videos finanziell unterstützen mit Hilfe von Patreon oder Steady. Ihr seid ganz, ganz wunderbare Menschen und ich bin euch extrem dankbar. Und alle anderen Zuschauer, die das nicht tun, sollten auch extrem dankbar sein, denn nur so werden meine Videos am Leben erhalten. Und das ist eine coole Sache, finde ich.
Vielleicht findet ihr das auch. Wenn ihr meine Videos schaut, dann sollte das so sein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch, wie immer, ganz, ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und bei allem, was ihr ansonsten noch so tut. Und bin raus für heute. Bye, bye, eure Shanti. Tschüss.